Herzlich willkommen zurück zu Showgunners. Wir haben hier drei optionale Arenen, die wir machen können und die wir auch machen werden. Was ich krass finde, ist, dass wir hier halt nur einmal 60 Lebenspunkte zum Auffüllen haben. Aber gut, bisher haben wir die auch selten nach Kämpfen gebraucht. Ja, die Frage ist, womit fangen wir an? Wir können anfangen. Dynamischer Deckung-Testbereich. Dann haben wir Hinterhalt-Trainingszone. Und Akustikwaffenlabor. Oh, wir nehmen die Akustikwaffen. Folks, you might want to turn your volume down a bit at this point. Whatever happens in the acoustic weaponry lab is guaranteed to be deafening. So, da haben wir ein Medikit ausgerüstet. Nahkampfgranate können wir nochmal ausrüsten. Ansonsten sind alle versorgt. Ich denke mal, hiernach werden wir mal wieder ein bisschen. Nee, sind nicht alle versorgt. Wollen wir noch eine Giftgranate reinpacken. Wobei. Nee. Wir brauchen hier nochmal. Kaufen. Medikit Plus kaufen wir nochmal zwei. Und Reanimateur kaufen wir auch noch einen. Und er bekommt noch Medikit Plus. Und Scarlett würde ich gerne mal den Reanimateur noch geben. Perfekt. Dann sind wir bereit. Also gefühlt ist da alles wieder drin. Let's get loud. The sonic weapons tested here are capable of incapacitating even the sturdiest fighters. I wouldn't want to be outside of the soundproof bunker when they're activated. Okay, aktiviere die Schallwaffe und besiege alle Verteidiger. Ich denke mal, die Schallwaffe ist dann auch wieder nur eine Bonusmission, die uns aber groß helfen wird. Das heißt, wir werden versuchen, breit gefächert zu der Schallwaffe zu kommen. Hierhin. Okay, wir gehen aber natürlich trotzdem einigermaßen vorsichtig vor. So. Hat halt hier nicht so die großen Chancen, irgendwas zu treffen. 34% und. Obwohl 60. 60 nehmen wir. Vor allem gegen den Warden. Sehr gut. Der Warden braucht nicht so viel Deckung. Hat 60% Chance gegen den Ronin, dann wäre der weg. Man kann hier nochmal so ein bisschen schützen. Also hiermit können wir jetzt, glaube ich. So, oder Raketensperrfeuer, ne? Ah, nee, ja. Wir suchen es mal. Scratch that Ronin off your scorecards. Okay, das war schon ziemlich Glück, dass das funktioniert hat. Tybalt ist hier halt wieder. Nee, wir machen noch nicht Tybalt. Wir machen erstmal Marcus. Auch Marcus hat hier eine 60% Chance zu treffen. Gegen den Abschaum. Achso, und dann ist auch noch weg. Es ist krass, wie das läuft. So, Phantom würde ich gerne einmal zur Seite nehmen, damit Tybalt dann entsprechende Chancen hat. Wenn sie jetzt hier natürlich so ein bisschen im Fokus steht. Aber dann haben wir den Ogre schon mal ein bisschen angelegt. Gut, der regeneriert sich dann höchst dann wieder, aber dann ist das schon mal ausgelöst. Scarlett. Würde ich gerne. Ach, jetzt nur 40% Chance zu treffen. Hier immerhin 60. Können sie natürlich auch hier hinstellen. Dann machen wir untreffbar. Scarlett's not taking any risks. Und Angriff. Gerade so ein bisschen links rum. Ja. Könnte natürlich auch wieder zwei Dreierteams machen. Dann könnte sich Tybalt hier mit anschließen. Dann könnten wir so von beiden Seiten dahin gehen. Allerdings haben wir jetzt hier links auch den Ogre schon so ein bisschen angehittet. Okay, Tybalt kann von hier aus aber auch nichts machen. Dann würde ich ihn mal hier hinstellen. Und
dann könnte er im Grunde hier den Körpertausch machen und mit etwas Glück geht die Muerta auf den Abschaum. Alternativ könnten wir aber auch hier neben Scarlet den... Wobei, Scarlet müssen wir nicht schützen. Ah, dann versuchen wir mal. Vielleicht geht der Abschaum ja so schon weg. Wait, which one's the real Tybalt? Fumes, die haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt. Also wir machen jetzt hier mal ein bisschen schneller wieder. Waiting for a better shot. No luck for him there. Ah, da kommen neue nach, ja. Wahrscheinlich wird es auch eh wieder Pflicht sein, die Schallkanone voll zu machen. Wir müssen einen Schritt nach vorne, damit wir den Ogre entsprechend treffen. Deswegen können wir leider nicht mehr aufziehen. That ogre is bruised, but he's not done. Ja, also der Warden und Zoe, die werden hier so ein bisschen aufräumen. A solid hit. Tybalt. Wie gut ist er denn im Nahkampf? Nicht gut genug. Ja, Markus ist ja auch hier hinten. Stimmt, der läuft hier ja auch rum. Warte mal, da haben wir hier 100%. Dann ist der Ogre fast weg. Schade, dass wir den nicht geschafft haben. Phantom geht wieder auf den Ogre. Hat er sich geheilt. So, Scarlet muss ja den Abschaum rausnehmen. And down goes the scum. Tybalt kann hier hinlaufen. Und dann noch meine Sabotage gegen Kumuerta, dass die gleich keine fiesen Sachen macht. That was a nasty surprise. Ja. So, die Fumes machen da nicht viel. Und das war's schon. Okay. Dann nehmen wir mit dem Warden den jetzt raus. Oder auch nicht. Kann Markus den rausnehmen? Markus muss erstmal nachmachen. Ja, wir müssen das in zwei Schritten machen. Not the most effective use of that attack, but still a hit. Und dann kann der Warden nämlich jetzt in den Nahkampfangriff gehen. Ich glaube, das ist ganz gut von beiden Seiten zu kommen. Auch wenn dann natürlich gleich wieder welche nachrutschen. So, kriegen wir jetzt die Muerta eigentlich raus? Jetzt müssen wir mit Scarlet anfangen. Ist dann natürlich in Sichtweite vom Ogre. Machen das trotzdem mal. Dann gibt es einmal den Schnappus. Und das. Und dann ist sie weg. Two in a row for the challengers. Ja, mit Zoe gehen wir einfach erstmal nur einen nach vorne und gehen in die Überwachung rein. She's in no rush. Weil ja gerade vielleicht neue dazukommen. Tybalt können wir hier hinsetzen. Der wird hier aber nicht viel machen können. Außer halt einen Köder setzen. So, schießen kann er nicht. Deswegen wird auch Tybalt in den Overwatch gehen. Wir haben keine Roboter. Als Gegner leider. Genau, und Phantom geht auch einen Schritt nach vorne. Und geht wieder auf den Ogre, der sich natürlich wieder hochheilt. Bringt irgendwie nicht so viel. Naja. So, da kommt eine Muerta dazu. Und, ah, so ein Typ. Da kommen ganze Haufen dazu. Das gefällt mir nicht. 32% ist zu schlecht. Das muss ich echt kritisieren. Man sieht hier oft nicht, welche Trefferwahrscheinlichkeiten man hat. Hm.
Joa, hier können wir nicht so viel machen irgendwie. Fighting is time. Okay, hier bräuchten wir nicht so einen Flächenangriff. Wir haben jetzt aber hier keinen mit Flächenangriff. Yay. Ich schmeiß mal den Köder dahin. Double the Tybalt, double the confusion. Ja, geht immer noch nicht viel. Kriegen wir das hin? Nein, also. Overwatch. Taking up a guard position. Ah, das ist mit der Treppe halt ein bisschen blöd. Mit Marcus. Ja, wir gehen mal hier hin. Kriegen wir eine Granate hier gefeuert. Ja. Ah doch, so könnten wir den Stalker treffen, dass der immerhin brennt. And the grenade finds its mark. Immerhin. Die Stalker sind aber auch richtig nervig. And she takes a second to reload. Ja, bitte. A jaw-dropping assault. Okay, das war wichtig. Wenn wir jetzt mit Scarlet den Freak ausschalten können, wäre das eine richtig, richtig gute Sache. Verdammt. Seeing to her weapon. Blöde Nachladen, das habe ich nicht gesehen. Keine Chance, den zu... Da war doch eben 59%. Das nehme ich. And there's a hit. Weil der wird halt richtig nervig, der macht sich gleich wieder unsichtbar. A wasted shot. Gegen Holotybalt. Jawoll. He gets tagged while on the move. Sehr gut, genau das war das, was ich gewollt habe, dass die schön jetzt auf den Holo gehen. Oh, jetzt kommen von hinten welche, das ist schlecht. Wir müssen hier irgendwie auch mal hochkommen, aber hier kommen wir nicht. Hier gehen wir einen Schritt nach vorne immerhin. And he eats some lead. In die Flucht geschlagen. Und tschüss. Now that's what I call a disappearing. Immer der wieder auftaucht. So, mit dem Warden können wir jetzt hier immerhin schon mal reingehen. 60% gegen die Märter. Wir müssen dann hier auch dann bald mal rein gegen die Fumes. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nachladen. Nee, ich will machen Raketensperrfeuer. Sogar da rein. Das sollte doch eigentlich klappen, oder? Nice. Damit ist auch der Rauchschirm deaktiviert. Tybalt hier ran. Und den Freak weg. Da macht auch der Körpertausch keinen Sinn. Okay, Marcus. Wir müssen ranziehen. Nee. Ah nee, wir haben es benutzt, genau. Aber guck mal, so kriegen wir den Fume. Jawohl. Der Fume ist weg. The Challengers drop a deuce. Also Team rechte Seite ist auf einem guten Weg. Team linke Seite hat noch leichte Schwierigkeiten, was aber auch klar ist. Ja, ich bin natürlich jetzt hier ein bisschen gefährlich. Stellen Sie mal so weit weg von da wie möglich. So. That's a game changer. Wichtig. Okay, Scarlet hat von hier aus keine Möglichkeit zu treffen. Müssten wir eigentlich mal fast hier reinziehen. Dann könnten wir immerhin den Freak rausnehmen. Ist jetzt ein bisschen riskant, sie jetzt hier hinzustellen, weil der Ogre sie jetzt treffen wird, aber ja. Merta, die haben wir ja auch noch. Heilt den Einfium. Stalker ist wieder da. Ah, das war wohl okay, 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 okay. Ich dachte gerade, wir hätten sie verloren. Dann ist alles gut. Okay, bei 80% verzogen, aber wir haben davor sehr viel Glück gehabt, deswegen dürfen wir uns jetzt hier nicht beschweren. Er muss nachladen. Nicht kostenlos. Aber dafür geht das hier schön auf den Stalker drauf. Tybalt würde ich jetzt tatsächlich auch gerne hier mit reinziehen. Wir müssen ein bisschen in die Offensive gehen. Wir sind bald da.
Und dann machen wir den Körpertausch. Oh, mit dem Stalker. Das wird doch lustig. Weil dann ist Kübalt hier auch soweit. Sicher? Markus muss nachholen. Kostenlos. Das ist gut. 67%. Aber dann können wir auch Wahrscheinlichkeit auf 80 erhöhen. Auch wieder riskant. Aber richtig. Ah nee. Jetzt ist er unsichtbar. Verdammt. Mit 3 Lebenspunkten. Okay, Phantom. Hat die von hier aus eine Chance, was zu treffen? Nein. Dann stellen wir sie hier hin. Ja, dann geht sie wieder auf den Ogre. Dann ist der fast weg. Beziehungsweise mit Scarlet. Ist er weg. Vielleicht können wir nächste Runde schon den Knopf drücken. Did you see that hit? Okay, das ging leider als Scarlet. Das ging auf Markus. Jetzt kriegen wir mal ein bisschen Schaden. Und jetzt kommt die von hinten. Das ist halt echt uncool. Oh, was da alles kommt. Ich denke mal, wir müssen aber auch mit allen in diesen schallgeschützten Bereich rein. Weil ansonsten wird dann alles sterben, was hier draußen steht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so funktioniert. Warte mal, können wir mit dem jetzt hier? Ja. Also ich würde mit denen hier tatsächlich schon alle reinziehen wollen. Tyvald. 71% gegen den Fume. War vielleicht sogar dumm. Klappt. Nee, das war nicht dumm. Markus, würde ich tatsächlich dann, wie gesagt, gerne hier reinziehen. Dass wir möglichst viele hier schon drin haben, dass wir dann nächste Runde vielleicht sogar schon den Knopf drücken können. Phantom. Ah, Phantom. Phantom ist ein bisschen das Problem. Dann möchte ich mir nochmal überlegen. Scarlet kann jetzt hier in den Nack. Ah, nee, kann sie nicht. Der reicht nicht. Das reicht nicht, er hat noch 3. Krieg ich mit Zoe den noch klein? Nee. Okay, dann ziehen wir Zoe hier rein. Team rechts ist drin. Dann brauchen wir jetzt noch Team linke Seite. Wie viel Prozent sind das? Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, es sind 100. Doch, 100. Oder warte mal. Nee. Shit. Sie muss nachladen. Nein. 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 Das ist oh, nee. Okay, jetzt wird es gerade ein bisschen böse. Playing defensively for now. Ja. Okay, cool. So, Tybalt. Kann den Knopf drücken. Phantom. Geht rein. Ja, Phantom geht rein, macht den weg. Hume, here's your tomb. Tybalt geht rein und drückt den Knopf. Ah, 3 Züge noch. Okay, 3 Züge noch. Okay, wir müssen in diesen 3 Zügen natürlich hier bleiben. Mit Markus kriege ich die Muerta nicht. Dann machen wir hier einmal wunderbar den heilenden Rauch. Now those are some healing vapors. Da hätte ich als letztes eigentlich machen müssen. Almost daring his opponents to come his way. Scarlet.
kann von hier aus nichts machen. Von daher stellen wir sie einfach hier in Deckung. Und gehen natürlich in den Overwatch. Setting up a kill zone. Zoe. Ja, durch den Rauch sehen wir jetzt halt nichts. Aber dafür werden wir halt auch nicht gesehen. Oh. Waiting to make her move. Und der Warden braucht natürlich den Rauch nicht. Den stelle ich mal hier hin. Und auch er geht mit. Oh, warte mal. Nee, das Feuerwehr brauchen wir nicht. Raketensperrfeuer können wir noch nicht. Dann müssen wir auf der Overwatch, wenn sie reinkommt, wird sie dann direkt getroffen. Picked off from behind cover. The stalker's back on the board. Das ist schlecht. Obwohl, eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Preparing for a kill shot. Ja, noch mehr, das macht nichts. Macht nichts. Zwei Runde noch. Speichern abgeschlossen, das ist gut. Zoe. Ja, nimmt mal eben den Stalker weg. So, der Warden. Ja doch, geht da hin jetzt. Mach wieder Overwatch. Waiting for the opponents to come to him. Tybalt. Stellen wir hier in Sicherheit. Und macht Overwatch. Getting ready for incoming opponents. Marcus. Ich weiß gar nicht, stellt sie mal hier hin. Okay, dann brennt das hier aber auch. Ja, das ist schlecht. Ready to defend his position. Phantom stellen wir. Ah, da wäre natürlich gut gewesen. Oder kann sie von hier aus schon wen treffen? Ah, die kann doch von hier aus schon schießen. 90%. Ja, 90%. Zack. Oh, what a hit! Und Scarlet. Die Drohne ausschalten. The challengers rack up two in a row. Hoping they make a fatal mistake. Das ist so schön, einfach mal abwarten zu können. An electrifying attack. Oh, Phantom hat ein Problem. Did you just see that? Und der Stalker könnte noch ein Problem werden, wenn der nämlich jetzt gleich hier reinkommt. Und dann haben wir da ein Problem. Ja. Wir feuern jetzt hier noch ein bisschen drauf und dann hoffe ich, dass dann gleich ausgelöst wird. Phantom ist halt jetzt, wie gesagt, so ein bisschen in der Redouille, sagen wir mal. Oh, ich habe mal Lust, mit ihm mal hier hinzugehen und dann machen wir nochmal eine Sabotage. Achso, das war gegen die Drohne. Nee, doch gegen die Drohne. Destructive Sabotage from Tybalt. Marcus, stellen wir mal hier hin und machen hier einfach mal ein bisschen Feuer. And this fight just got even hotter. Phantom. Ja, ziehen wir nach hinten. Hat dann hier, glaube ich, keinen mehr, den sie treffen kann. Und wir machen sie unsichtbar. Phantom lives up to her name. Nachladen. Treffbar. Scarlet knows how to make her. That did some major damage. Ich glaube, das nochmal. Yo. So, jetzt müssen wir noch einmal überleben. Und hoffen, dass der. Ah, jetzt geht der Freak hier rein. Das kann doch nicht angehen. Und der Stalker ist auch hier drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist schlecht.
must have burst some eardrums. Ach, die sind nur benommen. Das ist natürlich nochmal richtig lustig. Jetzt kommen ja nochmal richtig viele rein. Ich dachte, wir wären durch. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen verteidigen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.